Ja, hallo liebe Gartenfreunde. Wir sind da heute wieder mal bei uns im Storbach herum. Wer ein Storbacher Wein kennt, der weiß, dass die Fläche da bei der Steinmeier da immer ein großer Komposthaufen war. Da gibt es Videos drüber, was da alles gewachsen ist. Heuer im Frühling haben wir uns dann ein wenig die Zeit genommen, dass wir uns gedacht haben, wir tun da ein wenig weiter mit unserem Projekt Bauerngarten. Den haben wir ja letztes Jahr unter auf der Landesgartenschau gemacht. Da gibt es ein super Video, auch mit dem Florian und so, der ihn besucht hat. Und die Rundgänge, die wir da gemacht haben. Und heuer haben wir da ein wenig weiter da. Wir haben das Ganze aber nicht mehr auf die Strohballen gemacht, sondern direkt auf einer guten Humusschicht. Dazu haben wir im Frühling einfach mit dem Bagger diesen ganzen riesen Komposthaufen mal einplaniert. Das Ganze ist jetzt, wie man sieht, vom Niveau her um 40 cm höher. Das ist natürlich ganz eine gute Kompostgeschichte. Wir lassen das Ganze bewusst ein wenig wilder hinwachsen. Sprich, es darf dazwischen ein wenig Unkraut und das, auch, das stört uns nicht. Da herum haben wir Glück, dass wir kein Schneckenbockproblem haben, weil wir da Laufenten und Hühner haben. Die dürfen auf die Fläche rein und die Sachen fressen. Sie fressen natürlich auch ein bisschen Gemüse. Man sieht jetzt da zum Beispiel, haben wir Zwiebeln pflanzt. Die haben es jetzt ziemlich arg in Mitleidenschaft gezogen, aber eigentlich nur die Zwiebeln, wenn man schaut. Die anderen Sachen haben es gehen lassen. Da haben wir zum Beispiel jetzt schon einen erntereifen Forellenschuss. Das ist ein Kochsalat. Den kann man entweder roh essen oder man kann ihn auch kochen, leicht überbrühen und blanchieren und so wie gerade so essen. Eine ganz feine Sache. Da im Hintergrund haben wir jetzt überall schon einen Haufen Brokkoli. Ein ganz wichtiges, gesundes Gemüse. Genauso roh zum Essen oder in vielen Variationen zum Kochen. Schmeckt einfach herrlich. Und da auf dem Bittel haben wir einen blauen Kohlrabi, den Blaro. Da in der Mitte drin zum Beispiel ist ein Rhabarber aufgegangen. Rhabarber sollte man ja, wenn er dann blüht, ab Juni nicht mehr essen und ernten, weil er da dann giftig wird oder sehr bitter und das ist nicht gesund. Also den lassen wir jetzt einfach so losstehen bis nächstes Jahr. Dahinter, das ist nur Kaffiol, der kommt jetzt auch schon gut raus. Dahinter haben wir natürlich eh die gewohnte Wildnis, so wie es früher war. Da kommt zum Beispiel gerade ein Krähen raus. Da oben sehe ich ein großes Johanniskraut. Ganz wichtig im Garten finde ich immer ist die Brennnessel. Eins von den wichtigsten, was es überhaupt gibt im Garten. Erstens, weil es extrem viel Nützlinge darauf sich vermehren und Platz finden. Und zweitens kann man aus der Brennnessel ganz viele Sachen machen zum Düngen. Es ist eine Leguminose, das heißt, die Brennnessel bindet den Luftstickstoff und wandelt ihn in verfügbaren Stickstoff für die Pflanzen um. Und darum lassen wir im Hintergrund da überall alles wachsen, so wie es früher war. Mit den Brennnesseln sind wir heilfroh, dass die da sind und die ganzen Unkräuter. Man da ein wenig sieht, dass da ein Baumspinat draufkommt. Dahinter haben wir von der Landesgartenschau die ganzen Wildkräuter gesetzt, dass da in den Kräutergarten drin waren, wie Baldrian sehe ich da, Zitronenmelisse und ganz viele verschiedene Sachen. Kamille kommt da raus. So, wenn man da ein wenig genauer schaut, da sind 100.000 Sachen drin. In dem ersten Beet da herum, da haben wir die Karotten. Die haben wir Anfang April gesetzt. War dann ein bisschen heiß. Bei der Karotten am Anfang ist es immer wichtig, dass es nicht zu warm wird und dass sie regelmäßige Feuchtigkeit haben. Die müssen jetzt dann allerdings wieder ein wenig jäten, auch wenn mich das nicht freut. Aber das gehört immer ausgeht da ein bisschen und da kommt die Karotten schon schön raus. Wenn uns jetzt mal über 20 cm Laub hat, ist das dann schon egal, dann kann dazwischen ein bisschen groß und so wachsen, das schaut überhaupt nicht und man kann das wachsen lassen. Da, wenn man schaut, geht zum Beispiel wild der Zuckerhut vom letzten Jahr auf, der wird wahrscheinlich nichts werden, der wird in die Blüte gehen, weil das nicht zu bald dafür ist. Wenn man dann da ein runter geht im Garten, sieht man da, das ist nicht so gut. Ja, keins, genau, das ist das indische Springrad. Das ist eine invasive Pflanze eigentlich, die was bei uns gar nicht recht heimisch ist und gar nicht hergehört. Ist mal mit dem Gartenbau eingeschleppt worden und gehört eigentlich in dem Stadion unbedingt bekämpft, indem man es ausreißt und vertrocknen lässt. Was da überall kommt, sind Kartoffeln.
Die haben wir jetzt selber gar nicht mehr gepflanzt, sondern das ist einfach alles umgekommen worden von letztes Jahr. Das ist eine Sorte aus Spanien, die was relativ viel Hitze verträgt und auch, wie es ausschaut, relativ viel Frost, weil sie wächst bei uns schon überall raus. Wir lassen die einfach jetzt da mitwachsen in den Garten, stecken überall Stecker rein, wo so eine Kartoffelstaude ist, haben sie ein bisschen angehäuft und im Herbst werden wir da mal nachbutteln, wie viele Kartoffeln das wir da kriegen. Wenn man da schaut, das ist zum Beispiel ein Topinambur, die geht jetzt gerade auch wild auf, die blüht dann gelb, wer sie kennt, und man kann die Wurzeln herrlich zum Kochen hernehmen. Da haben wir ein Projekt probiert mit Kartoffeln, das sind jetzt verschiedene Sorten einfach. Wir haben das mal probiert, dass wir es einfach in so Plastikkisten, die aus dem Gartenbau ja sehr verbreitet sind, gesetzt haben. Wir haben es dann im Glashaus schon vortrieben, darum sind die jetzt schon relativ hoch und weit. Und wie es dann ein bisschen draußen waren, haben wir es am Anfang Mai da einfach auf die Erde gestellt. Und jetzt dann nur mal mit Erde ganz angefüllt. Also das ist eine spätere Sorte. Und wir werden dann schauen, was im Herbst, ich glaube, dass das recht praktisch ist, kann ich mir vorstellen, weil die Kisten einfach so Gitterkisten sind. Ich glaube, dass wir es im Herbst einfach umdrehen können und wir können dann die Erdäpfel einfach rausklauben. Und ich hoffe, dass wir da relativ viel bekommen. So, da haben wir nur ein Bettel, wir waren ja fleißig. Da haben wir jetzt nur Radieschen, auch eine wunderbare Sache. Ja, wir haben ja jetzt Juni, da gehen die Radieschen noch gut. Im Juli, August ist dann immer ein wenig schwierig zum Anbauen, weil sie recht schnell auswachsen und holzig werden. Ein guter Zeitpunkt ist dann wieder Ende August, wenn die Tage kühler werden. Dann funktioniert das mit den Radieschen wieder besser. Da haben wir dann einen Bohrer herumgesetzt. Und da dazwischen haben wir, ja, da ist er, ein Wurzelpetersilie. Aber da muss man sich jetzt auch ein wenig dazustellen und den einmal freijäten, dass der wachsen kann. Da vorne haben wir einen Schnittknoblauch, einen großen. Der wird jetzt da wieder wunderbar rauskommen. Und da haben wir den Bohrer. Wenn man den Bohrer so anschaut, dann sollte man oben immer ein bisschen kappen. Also oben zurückzwicken und dann unten die Wurzeln dann setzen und möglichst tief setzen. Und dann wächst der Bohrer super. Was wir da jetzt dann noch gesetzt haben, sind verschiedene Salate. Da haben wir einen Lolo Bionda. Da haben wir einen roten Kopfsalat, der geht ganz gut. Der Soliflor, der wächst da im Sommer super. Da haben wir einen Romana-Salat, das ist auch so ein Kochsalat. Da haben wir ein Eichblatt und vorne haben wir nochmal so einen Forellenschuss. Ganz vorne da haben wir ein bisschen Schnittlauch, der wächst zu wild drinnen. Und da geht es jetzt wieder weiter. Da haben wir jetzt lauter verschiedene Krautsachen angesetzt, also Blaukraut, Spitzkraut, ein frühes Kraut, ein mittleres Kraut, ein Spottkraut. Das ist einfach so ein Kräuterbett und dahinter, wo das Stroh ist, haben wir einen Kletterzucchini, einen grünen Zucchini, einen gelben Zucchini und einen runden Zucchini mal reingesetzt. Da sieht man es natürlich auch, dass die Hühner, sobald wo ein Stroh liegt, der Mulche, haben die ihre Freude damit und kramt das gleich wieder um. Aber ich glaube, Zucchini lassen uns dann trotzdem schneller wachsen. Lassen sie es irgendwann mal in Ruhe. Aber stören uns nicht, wenn wir genug Gemüse da haben. Die Freifläche, was da jetzt noch dahinter ist, die werden wir jetzt die nächsten zwei Wochen, jetzt hat es wunderbar viel geregnet. Wir werden das jetzt alles nochmal umfräsen. Da haben wir jetzt noch ein Bettel, wo der Zwischen einmal genau schaut, die Kartoffeln sind. Da haben wir jetzt noch so Grautsachen, hier Brokkoli, Grünkohl ganz wichtig bei mir, Palmkohl. Und der Rest von der Fläche wird dann einfach nochmal gefräst. Dann mulchen wir es dort mit den Strohballen. Das sind die Strohballen, die wir letztes Jahr bepflanzt haben von der Landesgartenschau. Die zeige ich euch dann noch schnell, weil die sind ganz super jetzt für Substanz. Und die haben wir heuer zum Mulchen hergenommen. Und da, was da noch so ganz groß im Vordergrund steht, was eh schon fast so groß ist wie ich, könnt ihr schätzen, wie groß das ich bin, ist ein Magelkraut. Das sind eben diese Strohballen. Da wachsen gerade wieder Schwammerl. Ich bin leider kein Mykologe, ich kenne es auch viel Schwammerl. Aber mich würde interessieren, wie das heißt oder wer es kennt, weil ich kenne es nicht. Ich traue mir jetzt auch nicht reinbeißen. Ich glaube, dass es genießbar ist. Schaut zumindest total lecker aus. Riecht auch voll gut. Die haben wir letztes Jahr schon auf der Landesgartenschau überall gehabt, auf die Strohpinkeln. Macht einer überhaupt nichts und so. Und wenn man jetzt schaut, bei dem Stroh, wie das schön verrottet ist, nach einem Jahr. Und das ist ein wunderschönes, herrliches Mulchmaterial. Das geben wir ihm dann da her und dann werden wir da noch Kürbisse und Zucchini und so Sachen setzen. Wir können aber jetzt dann ein wenig rumschauen. Da haben wir ja die Flächen, was wir
normal unsere Stiefmütterchen immer gehabt haben. Das haben wir heuer auch mal lassen und machen das unten, weil wir letztes Jahr Besuch gehabt haben von einem Rehbock. Und der hat dann in einer Nacht da über 5000 Stiefmütterchen verspeist. Das war dann nicht so lustig. Darum haben wir uns entschlossen, dass wir das heuer mal nicht machen. Und wir werden noch den Steinbach besser Umzäunung machen, dass da eben so große Wildtiereinheiten nicht unbedingt reinkommen. Dahinter ist natürlich noch unser wunderschöner See. Da fleucht und krabbelt auch alles drinnen, was sah der von Ringelnattern bis Graskapfe oder unser Karpfen, den kennt man auch noch. Forellen, Schlei, Barsche, da wird immer mehr und wächst immer mehr da drin heran und das freut uns besonders. Da drüben haben wir einfach so eine trockene Wildblumenwiese und dahinter haben wir ein wenig Eschenholzbretter geschnitten, dass wir mal irgendwas tischlern können draus. Ja, dass wir ein wenig in die Zukunft blicken, was wir da im Steinbach die nächste Zeit machen werden. Wir wollen ja da herum nicht nur garteln, sondern wir wollen ja diesen Platz auch völlig autark gehalten. Das heißt, er soll autark funktionieren. Sprich, wir haben herum keinen Stromanschluss. Der nächste Strommasten, der ist über 400 Meter weg und das kostet wirklich eine Lawine, wenn man sich da jetzt einen Strom herlegen lassen will. Ist ja gar nicht so in unserem Interesse. Darum haben wir uns auch gedacht, wir machen da jetzt eine fette Solaranlage drauf. Eine kleine haben wir, so eine 100 Watt Anlage. Eine kleine haben wir ja schon jahrelang, das reicht für Licht und für Computer aufladen und Handy aufladen und dann war es aber schon. Wir wollen aber das Haus da im Hintergrund eigentlich so herrichten, dass das völlig autark ist. Das interessiert uns auch, nicht nur das Gatteln. Wir möchten damit Warmwasser machen mit der Solaranlage. Wir möchten das Haus in der Übergangszeit heizen, entweder mit Infrarot oder mit Wandheizung, wissen wir noch nicht so genau. Und daher haben wir das nächste Projekt jetzt da Solaranlage. Ich selber bin ja leider kein Elektriker, da tue ich mir ein wenig schwer dafür. Wenn wer Interesse hat, mir da zum helfen, ist er gern eingeladen zu kommen. Oder ich bin ja herzlich dankbar, wenn mir wer Tipps gibt zur Inselanlage. Ich bin da drauf gekommen, dass das gar nicht so leicht ist. Und dass da ganz viele verschiedene Sachen gibt und komplizierte Sachen, wie man das dann besser macht. Also ich bin eher der Gärtner. Wenn wer Interesse hat und mir da Tipps geben will, bin ich natürlich sehr dankbar. Das ist das eine Projekt, quasi die Solaranlage. Sie hat so, es sind 8 Platten quasi mit 280 Volt Paneelen und gehört halt dann ein Wechselrichter und ein Laderegler gescheiter her und so. Und das sind die Sachen, was ich nicht so genau weiß. Und das zweite Projekt, was wir jetzt für den Sommer da herum noch geplant haben, wird auch noch eine Biokläranlage sein. Wir haben jetzt noch eine normale Sickergrube und wollen das aber auch so machen, dass wir die Sickergrube dann an eine Biokläranlage auch anschließen. Und das werden halt zwei so Videoprojekte werden, die was sicher ein bisschen verfolgen könnt den Sommer. Tja, ich hoffe, dieser kleine Ausflug da in unseren neuen Bauerngarten im Steinbach hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit Fragen. Wir versuchen es zu beantworten. Ich hoffe, dass wir jetzt im Sommer wieder ein wenig mehr Zeit kriegen und auch wieder mehr Zeit für Videos. Und in dem Sinn wünsche ich euch nur einen schönen Tag. Viel Spaß beim Garteln und bis zum nächsten Mal.